Okay, Mike, du bist 17 Jahre alt, bist genau. Der absolute Teenie-Star, hast bisher 3 Alben veröffentlicht, eins davon mit dem... Zwei? Zwei Alben, ja. Okay, wie hießen die? Karma und Déjà-vu. Also Déjà-vu kommt jetzt erst raus, genau. Okay, und Karma, das ging ja gleich voll durch die Decke. Genau, ja. Platz 1 auf den deutschen Musiktrends. Unfassbar, also ich konnte das echt gar nicht glauben, als mir gesagt wurde, dass wir auf Platz 1 gechartet sind. Irgendwie ist das so ein krasses Gefühl, dass man so viele Leute erreicht hat und so viele Leute einfach die Musik feiern, ja. Ja, wir gehen mal ganz an den Anfang. Wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? Wie ich zur Musik gekommen bin, also ich habe schon immer als kleines Kind so in meinem kleinen Kinderzimmer irgendwie Songs angehört, probiert die Songs nachzusingen, dann habe ich mich irgendwann mal angefangen so zu filmen, das bei Facebook hochzuladen und alle meine Freunde haben so geschrieben, oh Mike, mach weiter, lad noch mehr hoch und irgendwann habe ich das dann bei YouTube hochgeladen, immer mehr, ein paar Covers hochgeladen und dann wurde das irgendwie mega groß. Du gibst ja auch Konzerte, ist dir schon mal irgendwas Peinliches da passiert? Also was mir auf jeden Fall öfter mal passiert, ist, dass ich einen Text vergesse. Aber irgendwie ist das gar nicht so schlimm, weil die Fans so krass mitmachen und irgendwie jeden Song von Anfang bis zum Ende singen, dass es irgendwie auch cool ist, wenn ich mal nicht singe. Ja. Hast du irgendwie so ein Lieblings-Emoji jetzt? Lieblings-Emoji, ich glaube, ist die Flamme. Ja? Okay. Schon mega nice. Ich feier die. Was hörst du gerne so für Musik oder hast du irgendwie einen Lieblingssong, vielleicht auch einen von dir irgendwie? Einen von mir? Ich glaube, mein Lieblingssong ist zurzeit die neue Single, die am 17.11. rauskommt, die heißt Galaxie und die ist wirklich unfassbar. Ich liebe den Song einfach über alles. Aber was ich sonst so für Musik höre, ich höre sehr, sehr viel Hip-Hop, auch Deutschrap, Ami-Rap, irgendwie alles außer Schlager. Da stimme ich dir nur zu. Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ich würde wahrscheinlich meinen kleinen Bruder mitnehmen, dann bin ich nicht mehr so einsam. Und... schwierig, ne? Also ich würde wahrscheinlich trotzdem mein Handy mitnehmen, nur um zu probieren, damit ich jemanden erreichen kann. Auch wenn es nicht funktioniert, würde ich trotzdem halt die 100% Akku direkt irgendwie auf Null ballern. Und was würde ich sonst mitnehmen? Mein Studio, damit ich da ein bisschen Musik machen kann. Das ganze Studio. Beschreibe mal Team Singer in 3 Worten. Team Singer in 3 Worten. Auf jeden Fall einzigartig. Eigentlich kann man da alles nehmen, so einzigartig, unglaublich und wundervoll, würde ich sagen. Keine Ahnung, man findet gar nicht so viele Wörter dafür, weil es so unfassbar ist. Es sind einfach, man kann es nicht richtig beschreiben. So, die tun irgendwie alles für mich, ich tue alles für sie und es ist schon irgendwie wie meine Familie für mich, ja. Mit welchem Promi würdest du am liebsten abhängen? Mit Zayn Malik würde ich echt gerne mal abhängen. Ich finde den einfach so übertrieben cool. Ich finde, der macht so krasse Musik und sein Style ist auch nice, ja. Okay, so, dann kommen jetzt mal bitte Janina und Marlene hierher. Und wir machen jetzt mal die Schnellfragerunde. Cool. Okay, also was ist dein Lieblingsessen? Lasagne. Was ist dein Lieblingsgetränk? Fanta. Die Marke deines ersten Handys? Boah, schwierig. Was war das nochmal? Ich glaube, Motorola war das. Ja. Was ist deine Lieblingspage auf Insta? Meine Lieblingspage? Boah. Das ist echt mega, mega schwierig. Also ich glaube, es sind einfach alle meine Fanpages, weil ich das so süß finde, was sie da alles machen. Ja. Okay, deine Lieblingssportart? Fußball, ja. Eine Person, die du niemals verlieren möchtest? Mein kleinen Bruder. Dein Lieblings-Snapchat-Filter? Den, wo die Lippe so mega groß ist. Das ist echt nice. Deine Lieblings-App? Meine Lieblings-App ist, glaube ich, Instagram, ja. Schon nice. Und hast du ein Lieblingswort? Ein Lieblingswort? Ja. Ich glaube, es ist mega. Ich sage das so oft irgendwie. Ich sage immer mega. Oder nice, ja. Vielen Dank, Mike, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Hast du mega cool gemacht. Danke. Also war echt super. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Cool. Danke.